Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Mein Name ist Zenui und wir geben uns jetzt auf den Weg. Stimmt, wir können ja gleich mal die Mission noch auswählen. Genau, sprich mit Paladin Dance. Da müssen wir uns hier reingeben. Was ist jetzt mit meiner Brille los? So. Zack. Blutpaket war noch drin. Verdammt. Wir wollen ja zu Paladin Dance, weil er hatte ja für uns eine Aufgabe oder wollte mit uns noch was erledigen. Ich glaube, irgendwo ist es um Masten oder so verstärken. Da ist er ja schon. Hey, Paladin. Paladin Dance. Bist du bereit? Warum habt ihr einen Außenposten in einem Polizeirevier eingerichtet? In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um ein Polizeirevier handelt, hielten wir es für klug, dort nach Waffen und Munition zu suchen. Der Funkmast auf dem Dach war nur ein unerwarteter Bonus, auch wenn er noch gewisse Mängel hat, die wir beheben müssen. Es ist vielleicht nicht so imposant wie die Zitadelle im Ödland der Hauptstadt, aber für unsere Zwecke reicht es. Mehr will ich derzeit dazu nicht sagen. Bist du bereit, die Mission fortzusetzen? Klar. Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Bitte. Na. Boah, da. Wie er gleich übelst losmacht. Keine Ahnung, was da los ist. Wenn tatsächlich Verstärkung kommt, lässt sie sich jede Menge. Auf. Und hinterher. Hinter Paladin Lenz. Dance. Was? Ach da. Vorsicht, Paladin, hier lagen auch irgendwann ein paar Splitterminen. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Ja. Warte. Das tut uns ja schnell nachladen. Na, können wir. Arcjet liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Ach so. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Aber Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Renn mal nicht so, ich kann dich kaum noch verstehen. Ja. Schieß Paladin Dance in den Kopf. Warte mal, hier Paladin Dance. Danke. Na, guck mal da. Was? Es überrascht dich vielleicht, aber mein Erkundungsteam ist nicht das erste, das ins Commonwealth vorgedrungen Sex ist. Rhetoric. Über die letzten 7 Jahre hat die Bruderschaft 2 weitere Teams hierher geschickt, um Technologie zu sammeln. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Wir haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben, sehr gut, verschollen gemeldet zu werden. So, wir können wieder. Paladin. Ich muss ja gucken, hier ist hier überall Loot. Loot tut immer gut. Alter, da hinten ein Schiff. Du kannst dich hier drehen und wetten, wie du willst. Da gibt es immer Orte, wo man denkt, boah, geil, da muss ich unbedingt hin. Alter, kommen Hunde? Hunde? Ne, Play fliegen.
Ach komm, ich probiere mal Glück. Wir haben vielleicht... Danke. Was wird schon wieder hell? Da vorne. Irgendwas habe ich gesehen. Zeig mir ihn. What the fuck? Alle Hundilens tot. Es sind ja, muss man ja sagen, es sind keine Hunde. Also, ich habe jetzt hier nicht auf Hunde geschossen, sondern auf mutierte, bösartige Hunde, die mich beißen wollten. Paladin, was ist los? Paladin? Gut, da renne ich halt vor. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Was denn das denn da? Was denn das denn hier? Paladin? What the fuck? Müssen wir hier rein? Ah, bevor der hier ist, gehe ich mal hier gucken. Boah, der läuft hier immer so. Entschuldigung, Paladin Dance. Komm schon, hier lang. Ja, geht doch. Object System. Ja, was ist denn nun? Warte. Hier gibt's nichts außer. Jo, direkt hinter ihnen. Paladin Dance. What the fuck? Ahem. Hilfe! Raider haben uns überfallen. Bitte helft uns. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Ja, ich würde dir gerne helfen. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Ich gebe dir ein paar Grundgucken und kriegst was zu essen. Ja, dann halt nicht. Boah, die haben mich erschrocken. Warum stand da für immer jemand? Paladin? Paladin. Pass auf. Ah. Wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Alles schön nach Vorschrift. Verstanden? Machen wir hier. Mission zusammenfassen. Warum sind wir nochmal bei ArcJet? Wir sind hier, um ein Gerät zu holen, das Signal des Funkturms auf dem Polizeirevier von Cambridge verstärkt. Ohne das Ding können wir unsere Vorgesetzten nicht kontaktieren. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentrier dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Alter, du bist in einer fucking fetten Armor-Rüstung unterwegs. Da könnte ich mit meinen Waffen, die ich trage, 100 Mal auf dich schießen. Außer natürlich würde dein Kopf treffen. Dann könntest du immer noch sagen. Oder dann vielleicht auch nicht, weil du ja tot bist. Streifschuss. Wie ist eigentlich mit Schleichen? Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen.
Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Werk der Stille. Scheint, als hätten wir die Party verpasst. Das ist eine übereilte und dumme Einschätzung. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Ach so. Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Was ist das Institut? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich unter der Erde verkrochen haben, als der große Krieg begann. Haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, das Commonwealth mit ihren Technologie-Albträumen zuzumüllen. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar, gehen wir weiter. Dogmeat, du musst ein bisschen aufpassen. Das hier? Eine Schallplatte? Eine Schallplatte? Der Laden ist ziemlich ruiniert. Aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren könnten. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Hier ist was. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Finde den Weg, die Tür zu öffnen. Geronimo Rüder muss oder? Aha. Globus? Zu gut geschützt. Hä? Das Ding kann ich nicht hacken. What the fuck? Hier, Paladin, ich kann die Tür nicht öffnen. Dafür ist mein Hacker. Mein Hack. Hack zu scheiße, was ist das hier? Laboratorianten. Ach, Erinnerung. Dies ist die jährliche Erinnerung daran, dass alle Passwörter für die Terminals und Zentralrechner monatlich geändert werden müssen. Sollte dies nicht geschehen, kann das zu automatischen Passwortänderungen, zur Aufhebung von Netzwerkprivilegien und oder zu Disziplinarmaßnahmen führen. Bitte tragen Sie dazu bei, dass ArcJet-System weiterhin sicher bleibt. Ah, cool. Okay, Nachricht zur automatischen Passwortänderung. Laut Protokoll ist Ihr Terminal-Passwort 3 monatelang nicht geändert worden. Aus Sicherheitsgründen wird Ihr Passwort jetzt zurückgesetzt. Ihr neues Passwort lautet bla bla. Diese Nachricht wurde automatisch erstellt. Okay. Also könnte ich sie jetzt öffnen. Cool. Laborsteuerung. Zugriff auf Prototypverbindung Fehler. Verbindung zu Prototyp nicht möglich. Wenden Sie sich bitte an einen Techniker. Okay. Ja. Wir haben Bewegung entdeckt. Delta. Oh oh. Ich versteck mich. Okay, du musst mal rein. Okay, ich nehme trotzdem mal Jagdgewehr in meine Hand. Weil das aus meiner Sicht erstmal die stärkste Waffe ist. Oder warte mal. Nee. Die hier. Ist da jemand anwesend?
What the fuck? Ohne eine Ladung reingeprallt. Oh. Hey, bleib hier. Hey. Aber hier liegt ja auch noch was. Wo sind sie denn hin? Netter, mehrere sind wieder. Oh. 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 Das tut weh. Oh Gott. Ich laufe einfach mal hier hinterher. Toll, dann laufe ich einfach hier durch und vergesse den ganzen Loot. Scheiße Idee. Werkbank. Was? Schraubenzieher, nö. Hier. Kompensiert. Och, Alter. Waffen, Dings. Die verdammten Synths haben sich hier überall festgesetzt. Ach. Achso, wir können ja mal hier. Bleib wachsam. Da vorne sind Geschütztürme. Keine Gefangenen. Ich glaube, wir sind nicht allein. Da drüben! Oh. Paladin Dance. Dance. Ich bleibe immer hinter ihnen. Oh, was liegt hier? Hartklammerbox. 6 Stück. Hm. Was? Wieso liegen hier Knochen? Eine Couch im Bad? Oder auf Klo? Läuft. Paladin? What the fuck, wo ist der hin? Kannst nicht mal eine Minute warten. Das Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Hä? Na dann. Gucken wir mal, wer da auf uns lauert. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Dann machen wir Licht an. Sieh dir das mal an. Die Gelehrten könnten sich hier ewig austoben. Ich wollte gerade rüberlaufen. Da ist ja gar keine Treppe mehr. Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Wir müssen weiter und versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wiederherzustellen. Jo. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Ist voll nett von dir. Ah. Okay. What the fuck? Na also. Ah.
What the fuck, bin ich jetzt wieder zu schwer? Wo ist mein Hund? Was habe ich denn alles so schön aufgehoben? Die kann ich da nicht wegschmeißen, oder? Gewicht 9. Wie schwer ist denn die Waffe gewesen? Ich weiß ja nicht, was das für eine Waffe ist, und es ist voll die Scheißwaffe. Ach, die lebt hier. Ich brauche kein Schwein. Kein Schwanz. Okay. Boah. Der Röder kann das nicht. Kein Treffer, also kein N, kein E und kein O. Ja. Hoch. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Ja, ich komme gleich. Ich habe noch hier. Hä? Trieb geschafft. Berg betankt und bereit zur Zündung. Zünden! Befehl angenommen. Starte 5 Sekunden Countdown. 5. 4. 3. 2. 1. Triebwerk wird gezündet. Test abgeschlossen. Die Effizienz des Triebwerks liegt bei 96,7%. Oh mein Gott! Alles in Ordnung? Die Flammen haben mich ganz gut erwischt, aber dank meiner Powerrüstung ist noch alles dran. Das Wichtigste ist, dass wir noch leben. Und dass wir an den Sender kommen. Gehen wir. Geil. Ich heb bloß mal hier die Mütze auf. Ach, das ja. Nach unten. Nach oben. Paladin. Ja, noch ein Stückchen. Sehr schön. Drück nochmal einen Knopf, ja. Was? Hörst du das? An mir kommt keiner vorbei. Ja. Ruf das, hab ich da gedrückt. Ich fahr wieder nach oben. Nach oben. Zeigt immer noch an, nach unten. So geil, gegen wen kämpfst du? Ich hoffe, das war der letzte. Verdammt. Ich sehe das Ding nirgends. Untersuch mal die Überreste der Sins. Ja, und vielleicht auch hinter dem Sender her. Nach unten.
Ist mein Hund echt gerade nach unten gefallen? Was Berge den Höhe hochlässt, was denn so? Guck mal, hä? Okay. Alte Shepherds bloß nur überall. Ey, warte, warte, warte. Hey, ich soll nach unten. Hä? Vorsicht. Sag mal, bin ich jetzt völlig perplex? Was? Hä? Oh, Paladin Dance. What's going on? Dance? Keine Zeit für Fragen. Wir müssen weiter. Ich verstehe es irgendwie nicht. Hä? Ah, hä? Hä? Wie bin ich hier jetzt hingekommen? Bin ich einfach rübergeflogen, rübergesprungen und hab nicht mitgekriegt? Paladin! Hä? Paladin Dance? Sei still. Ihr wimmelt es nur so vor Feinden. Alter, der springt hier runter. Hab mich nicht verrückt. Irgendwie komme ich jetzt hier gerade irgendwie nicht weiter, will mich. So, jetzt nochmal. Tschüss. So, jetzt zeigst du mir das da drüben an. Ich bin gerade hier runtergesprungen. Also muss ich hier lang? Dann hier rein? Aha. Verschwinden wir von hier. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Juhu, geil. Halt, hier ist ein Stimpex. Ein Tohuwabohu. Tschüss. Nach oben. Nach oben. Kommst du her? Entschuldigung, Paladin Dance? Hallo, Paladin. Der Bunker sieht sauber aus. Weiter geht's. Dance? Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Besser? Ich finde... Es lief doch super. Wir sind beide noch am Leben und wir haben den Sender. Die Details sind nicht weiter wichtig. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt.
Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standard-Lasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. 250 Grundkugeln. Echt gut, danke. Danke. Gerne, Zivilist. So, und was die zweite Sache angeht. Ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Die haben natürlich gute Waffen. Und ich denke mal, in so einer Welt würde der Herr Röder halt solchen Leuten auf jeden Fall beitreten, weil die sind halt... Ignorierst du oft Leute? Nee. Es wäre mir eine Ehre, beizutreten. Das freut mich zu hören. Treffen wir uns am Polizeirevier, dann besprechen wir die Einzelheiten. Jo, Level 10 oder so müsste es jetzt schon sein. Wir treffen uns am Polizeirevier. Okay, cool. Ich würde mal kurz nochmal hier reingucken gehen. Bunsenbrenner. Zahnrad. Ist das so ein Zahnrad? Malpin. Oh. Ich kann nicht mehr tragen. Hund? Hey! Danke! So, und ich würde sagen, hier beende ich auch das Video erstmal, weil es sonst halt sehr, sehr lang wird. Und ich sage damit tschüss und bis nächstes Mal. Lasst euch gut gehen. Haut rein. Tschüss.